bei den wirklich großen Playern, bei den Corporates, ist es momentan so, dass diejenigen, die Innovationsgeist zeigen, beziehungsweise aber auch diejenigen, die merken, sie können etwas, sie haben etwas zu verlieren, es ist da eine Technologie da, die wirklich einige Märkte sehr, sehr, sehr stark von einer Zentralisierung auf eine Dezentralisierung umwälzen kann. Diese Corporates beschäftigen sich sehr, sehr stark damit. Welche Branchen sind das beispielsweise? Wir haben natürlich die Bankenbranche sehr, sehr stark, die sich sehr viel Gedanken über das Thema macht. Versicherungen selbstverständlich auch, die Energiebranche, aber auch andere Unternehmen wie zum Beispiel der Handel beschäftigen sich momentan immer stärker damit, weil sie ganz, ganz, ganz starke Möglichkeiten sehen, ihre Lieferketten transparenter, aber auch effizienter zu gestalten.